Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial, und zwar, wie bändige ich in Minecraft das Wasser? Ich habe bereits schon ein Tutorial gemacht, wie man sich das Plugin, Bending Plugin, installiert. Ich bin hier in einer Testmap, im Sumpf, wie man sieht, und will es euch direkt hier zeigen, da der Sumpf ein guter Ort ist zum Wasserbändigen. So, es gibt bestimmte Befehle, aber die gibt es nur halt auf Englisch. Ich zeige euch, wie es man auf Deutsch schreibt. Zuerst müsst ihr natürlich OP sein, das habe ich schon gemacht. Dann müsst ihr euer Element eingeben, das heißt, ihr müsst Bending, dann Choose, das heißt auswählen, euer Namen, ich heiße im Moment jetzt Maskuti, und dann das Element, welches ihr bändigen wollt. Ich nehme Water. Natürlich müsst ihr alles auf Englisch schreiben. So, jetzt steht da, dass ich ein Wasserbändiger bin. Als Wasserbändiger kriegt man kein Falldamage auf Schnee, auf Eis und im Wasser kriegt man kein Falldamage. Außerdem kann man noch im Wasser sehr schnell schwimmen. Um schnell schwimmen zu können, müsst ihr einfach nur Leertaste, ne, nicht Leertaste, sondern neben der Leertaste die Shift-Taste, wo man größer schreibt oder kleiner schreibt, einfach nur gedrückt halten und schon könnt ihr übers Wasser fliegen. Nicht wirklich fliegen, aber es sieht so aus. So. Jetzt zeige ich euch mal die ganzen Skills. Dafür müsst ihr wieder Bending, Bind, nee, Moment, Display, Water. Das heißt einfach nur, dass ihr jetzt die ganzen, dass der Plugin die ganzen Skills euch jetzt vorstellt, wie die alle heißen. Es gibt Blood Bending, Healing Waters, heißt Wasser heilen, Ice Spike finde ich jetzt unnötig, sich einzustellen, weil das funktioniert nicht wirklich und also das würde ich jetzt nicht anfügen, aber ich zeige es euch trotzdem. Octopus Form könnt ihr euch ja darunter was vorstellen. Phase Change heißt einfach nur Wasser zu Eis machen und wieder rückgängig. Surge, Wasser bändigen, Wasser Bubble. Habt ihr ja schon verstanden? Wasserblase, Water Manipulation ist einfach nur einen kleinen Haufen Wasser bändigen und dann auf den Gegner schießen, dass ihm Damage zockt. Und Water Spout übers Wasser mit Wasser halt so fliegen. So ein Etherwing Game Mode ungefähr. Okay, ich fange mal mit Water Spout an. Dafür muss man Bending, Bind, Water Spout reinschreiben. So, dann sichert er Waterspout auf Slot 1. Slot 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und 1. Diese Slots braucht ihr natürlich, um irgendwo eure Fähigkeiten einzuspeichern. Ich habe es jetzt auf Slot 1 gemacht. Um Waterspout, sagen wir mal, zum Aktivieren zu bringen, muss man einfach nur ins Wasser gehen, beziehungsweise überm Wasser sein, und einfach nur Linksklick machen. So könnt ihr dann sehen, man kann im Wasser über dem Wasser laufen. Es ist eigentlich sehr cool, wenn man schnell oder an hohen Stellen rankommen möchte. Mit Shift geht ihr runter und wieder hoch mit Leertaste. Um es wieder wegzumachen, müsst ihr einfach nur Linksklick unter euch machen, dann geht es weg. So. Jetzt zeige ich euch, wir müssen natürlich auf Slot 2 gehen, um dort eine Fähigkeit abzuspeichern. Vergisst ihr das, müsst ihr das alles nochmal von neu schreiben. So, dann macht ihr wieder Bending Bind. Und dann mache ich mal Water Manipulation. So, habe ich jetzt auf Slot 2 gespeichert. Water Manipulation heißt einfach nur, dass ihr aus Gras, da müsste
bei euren Grafikeinstellungen, wenn ihr auch so eine Rauchwolke haben wollt, dann müsst ihr einfach nur auf eure Grafikeinstellungen und auf Partikel alle machen. So. Jetzt müsst ihr eigentlich, um diese Rauchwolke zu sehen, müsst ihr nur noch Leertaste auf den Gegenstand. Das geht auch mit Liane oder mit so einem Stück Baum oder auch im Wasser. Müsst ihr einfach nur kurz in die Hocke gehen. Und dann einfach nur noch irgendeinen Gegner angucken und dann Linksklick. Dann kommt so ein Wasser raus. Und den Schafen, Kühen, was weiß ich, Creepern, Zombies, macht es Damage. So. Jetzt gibt es noch, Moment, es geht jetzt absolut 3. So. Bending Bind. Wieder. Water Bubble. Water Bubble ist eigentlich, da müsst ihr gar nichts machen. Ihr müsst einfach nur auf Slot 3 gehen. So wie hier. Und dann macht er schon automatisch das Wasser von sich außen herum weg. Wenn ihr tiefer ins Wasser geht, könnt ihr umso mehr, und was heißt hier umso mehr, einfach nur unter Wasser bleiben. Manchmal bringt es euch was, manchmal auch nicht. Jedenfalls kann es zu Lags führen, so wie im Moment hier. Und ich mache wieder auf 1, auf Waterspout, um aus dem Wasser rauszukommen. Wenn es nicht so lang dauert. Ja. So, jetzt gehe ich auf 4. Auf 4 mache ich jetzt mal Bending Bind wieder. Search. Search ist eigentlich das Effektivste am Wasserbändigen. Dafür müsst ihr entweder einfach nur in die Hocke gehen, damit wieder so eine Rauchwolke kommt. Und dann Gegner angucken und Linksklick. Oh, Moment. Linksklick. Ich mach's mal hier so. So, Linksklick. Und dann schiebt es das Schaf einfach weiter weg. Ihr könnt es auch gegen euch selber benutzen. Dann kriegt ihr so einen Wasserschub. Das war jetzt ein ziemlich großer Lack. Aber auch nicht schlimm. So. Damit ihr auch unbedingt was gefrieren wollt, müsst ihr einfach nur wieder in die Hocke gehen. Moment, ich gehe auf die andere Seite, ich brauche mal kurz Land. Da haben wir einen weiteren Gegner. Ihr müsst einfach nur in die Hocke was angucken, in die Hocke gehen. Das Monster, auf das Monster Linksklick machen und dann schnell wieder in die Hocke gehen. Bevor das Wasser das Monster erreicht, einfach schnell in die Hocke gehen und dann ist es in so einer Eiskugel vereist. Wirklich praktisch und meistens auch sehr effektiv. Ihr könnt damit viele verschiedene Kombis machen. Aber ihr müsst aufpassen, sobald ihr wieder in die Hocke geht, geht die Eiskugel wieder weg. Ich mache es wieder Linksklick und dann fliegt weg. Dann mache ich mal wieder gegen das Schaf. Gehe wieder natürlich auch in die Hocke und so bleibt es dann vereist. Mach es weg und so weiter. So. Ah, Moment, es gibt noch was. Wenn ihr mit Search, oh, einfach Linksklick macht, dann kommt auch eine Rauchwolke. Dann müsst ihr aber irgendwo in die Luft starren und in die Hocke gehen und bleiben. So kriegt ihr ein kleines Wasserschutzschild. Bei Linksklick wird es einfach zu Eis. Das könnt ihr euch gegen euch machen, unter euch, was nicht viel bringt. Aber na gut, so kann man auch als Schutzschild verwenden. Durch einmal Linksklick wird es wieder zu Wasser. Wenn ihr wieder von der Hocke rausgeht, geht es weg. Oh je, Moment. Oh je, oh je. Ich mach mich mal schnell Gamer, damit die blöden Monster nicht stören. So. Jetzt gehen wir auf 5. Wieder Bending Bind. Face Change. Face Change ist nichts anderes als einfach nur vereisen und wieder wegmachen. Vereisen und wieder wegmachen. Immer dasselbe. So könnt ihr euch eine lange, 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 lange Eisstraße durchs Meer machen. Übrigens, so
Wenn es gerade dunkel ist, werden durch. Also übrigens, wenn es dunkel ist, also Vollmond, wenn der Mond am Himmel ist, dann sind eure Bändigungskräfte umso viel stärker. Man hier sieht. Wenn es hell wird, dann ist eure Eisfläche umso kleiner. So, dann gehen wir mal auf 6. Bending Bind. Octopus Form. Ups. Was habe ich denn hier falsch gemacht? Oh, ach so, Octo. So, Octopus Form. Octopus Form ist sehr stark. Und ihr müsst einfach nur das Wasser angucken. Oder eine Pflanze. Müsst Linksklick drauf machen. Und dann einfach nur in die Hocke gehen. Dann bildet sich so ein Wasserkreis mit Tentakeln. Dann müsst ihr eigentlich nur noch den Gegner angucken und er fliegt ganz weit weg. Und kriegt mindestens zwei Herzchen abgezogen. Natürlich in der Hocke bleiben, wenn ihr auch in dieser Oktopus bleiben wollt. So, jetzt gehen wir mal auf 7. Auf Slot 7 machen wir. Oh, Moment. Ending Display Water. So. Bending Bind. Ice Spike zeige ich euch jetzt. Ice Spike ist nichts anderes als Eisspitzen. Ihr müsst auf Eis stehen, sonst geht das nicht. Und dann müsst ihr einfach den Gegner angucken und unter ihm dann einfach Linksklick oder in die Hocke gehen, dann kommen so Eisspitzen raus. Oder einfach in die Hocke gehen, dann kommen auch Eisspitzen raus. Das Problem ist bei Ice Spike einfach nur, dass die Attacke sich einfach zu lange aufladet. Deswegen, ich empfehle niemandem Ice Spike. So, gehen wir zu Slot 8. Wieder Bending Bind. Lootbending. Lootbending ist das effektivste, aber auch verbotenste Bändigungsfähigkeit, was es eigentlich gibt. Mit Leertaste und einfach nur Leertaste könnt ihr jedes Lebewesen, jedes einzelne, auch eure eigenen Freunde, durch die Luft fliegen lassen. Wenn der Gegner mal oder euer Freund mal in der Luft ist, müsst ihr dann einfach nur Linksklick machen und er fliegt Kilometer weit nach oben. Naja, es leckt gerade, wie ich sehe. Aber wenn er draufknallt, dann ist er tot. So. Auch gehen wir auf Slot 9. Das letzte und ist Healing Waters. Healing Waters ist eigentlich nichts anderes als heilen. Man geht ins Wasser und ja, also wie soll ich sagen, ihr müsst dann einfach nur ins Wasser gehen und dann in die Hocke gehen oder einfach nur da drin im Wasser stehen bleiben. Dann müssten wieder eine Bläschen kommen und es würde euch volles Leben die ganze Zeit aufladen. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr diese Hackbällchen. Moment. Diese Hackbällchen da, die man zum Essen hat, damit man weiß, wie hungrig man ist, die müssten voll sein, damit ihr nicht immer wieder auf 5 Herzen kommt, wenn ihr euch heilt. Ich habe im Moment volles Leben. Und das will ich euch noch ganz kurz präsentieren. Ich gehe mal kurz ein bisschen ersaufen. Und ein Tipp noch. Wenn ihr Lootbending wollt, ihr müsst OP-Rechte haben. Das heißt, ihr müsst der Avatar sein. Als OP ist man der Avatar. Und wenn nicht, dann steht da normalerweise Operator. Ihr seht jetzt lilane, ja, eben habt ihr es gesehen, lilane Bläschen. Das heißt, euer Herzen haben sich sofort aufgefüllt. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt welche in die. Stellt irgendwas
rein, schreib mir eine Nachricht, weiß was ich. Ich helfe gerne und beende jetzt diese Aufnahme und wünsche euch noch viel Spaß.